Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nutino hat mal wieder eine neue Box rausgehauen. Und zwar die Beauty on Board on the Go Glam Box. Das ist die 9. Box, die die dieses Jahr raushauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 31,80 Euro kostet die regulär. Die war irgendwie im Sale 10% günstiger. Ich kann nochmal schauen. 28,62 Euro habe ich dafür bezahlt. Und wir haben hier Beauty-Produkte drin, die auch online schon abgebildet sind. Also man sieht direkt, was in der Box drin enthalten ist. Du kaufst nicht die Katze im Sack. Und das finde ich sehr schön, dass man da halt einfach schon direkt sieht, was man halt bekommen wird. Ich finde die Boxen immer so schön. Die sind halt alle jedes Mal so schön on point designed. Ich finde das wunderschön. Total tolle Geschenkboxen. Aber die sind ja nicht mal in diesem ganzen Gedönsen mit drin, ne? Ich finde es schön. Hier haben wir einfach die aufgehende oder untergehende Sonne, je nachdem, wie man das so sehen möchte. Und ein bisschen das Meer, was dann auch noch irgendwie zu sehen ist. Ich finde es hübsch. Ich mag die Box. Ich finde die wirklich schön, ne? Und jetzt schauen wir mal. Wir haben hier Not Yet Jetlag Beauty Only auch innen drin stehen. Also hier geht es wirklich jetzt ums Verreisen, ne? Wir haben ja auch immer einen Gutschein für 10% oder über 10% für die Produkte, die wir entsprechend in dieser Box finden, beziehungsweise für die Marken, ne? Ist immer ganz praktisch. So, dann mache ich hier mal das Seidenpapier auf und dann gucken wir mal rein. Die sieht, wenn man die öffnet, immer direkt richtig prall gefüllt aus. Die besteht aber zu 2/3, sage ich mal, aus Verpackungsfüllmaterial. Lasst euch davon nicht verwirren, ne? Als erstes habe ich hier von Nutino das Square Make-Up Removal Towel. Das finde ich hier super. Ich mag so, so gerne, wenn halt in Boxen solche Produkte drin sind, weil ich verwende sie täglich. Für mich einfach ein super praktisches Produkt, ne? Haben wir hier einfach so ein quadratisch praktisch gutes Tuch und mittlerweile ist es einfach so, oder aktuell, wenn ich mich morgens im Bad fertig mache, brauche ich 2 von denen, eins für mich, eins für meinen Sohn, denn der möchte halt quasi auch sein Gesicht, glaube ich, waschen und darauf rumkauen, ja. Und dann kann ich da eigentlich gar nicht genug aktuell so von rumfliegen haben und das finde ich praktisch. Wirklich gut, muss ich sagen, weil ich auch, also ich denke, jeder kann die gebrauchen, egal zum Gesicht waschen oder zum Maske entfernen, zum was auch immer, ist das immer eine gute Sache, ne? Dann mache ich mal weiter mit einer weiteren Geschichte von der Nutino Eigenmarke. Perfume Atomizer Travel Collection. Das ist praktisch. Also das ist so ein kleiner, ja, wie soll ich das sagen? Du machst da halt Parfüm rein. Also, ja, für Reisen ganz gut geeignet, weil du willst ja nicht deine großen Flakons dann vielleicht mitnehmen. Und das hier ist auch eine ganz coole Variante. Bei dem hier kannst du das nämlich einfach auf dein Parfüm draufsetzen und machst dann einfach oben diesen Sprüher einmal ab und dann hast du ja quasi diese Öffnung. Dann kannst du das draufsetzen und machst du und dann kommt da halt ja, was rein, ne? Und genau, dann kann man das entsprechend verwenden. Hier sieht man dann auch immer so die Füllmenge. Und ja, sowas habe ich auch immer wieder in Einsatz. Habe mir da auch irgendwann letztens mal super viele auch bei Amazon von bestellt. Einfach, weil ich hier so viel verwende. Super praktisch, dass wir das hier drin haben. Muss ich wirklich sagen. Ich kann das direkt auch in Anwendung nehmen. Dann habe ich hier von Yves Rocher was drin. Witzig, das hatten wir in der letzten Box auch drin. Das ist nämlich ein The Express Eye Make-Up Remover. Für wasserfestes Make-up auch geeignet, 100 ml, so ein Zwei-Phasen-Ding. Das kannst du vorher schütteln, dann machst du dir das zum Beispiel auf dein Remover-Pad von Nutino, was wir hier schon drin hatten, oder auf ein Wattepad, wiederverwendbares Wattepad, was auch immer. Und damit kannst du dann dein Augen-Make-up runternehmen. Und ja, sowas ist immer eine ganz gute Sache, wenn man halt sein Make-up entfernen möchte. Würde ich als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden und danach halt nochmal, weil das Öl basiert ist, ne, würde ich nochmal einen wasserbasierten Reiniger verwenden, um das Öl auch nochmal runterzubekommen und halt die letzten Reste. So erfahrungsgemäß von mir. Hier haben wir von Physicians Formula einen, ja, Highlighter drin. Powder Palette. Palette ist es keine Palette. Mineral Glow Pearls. For a Skin Perfecting Glow. All Skin Tones. Ja, 8 Gramm. Und ich hatte das schon mal. Das war so eine Glitzerbombe. Dann hatte ich aber bei anderen gesehen, dass es nur das Overspray sein soll. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt tatsächlich ausprobieren möchte, einfach mal die erste Schicht quasi abzunehmen, also mit dem Tuch abzunehmen, ne? Und hoffen, also und hoffe, dass quasi darunter das Produkt gut ist. Schreibt mir das bitte mal wirklich jetzt ernsthaft in die Kommentare.
habt ihr dieses Produkt und ist das tatsächlich so, dass wenn ich jetzt die oberste Schicht mit einem Tuch runternehmen würde, dass darunter keine Glitzerbombe mehr ist, dann würde ich es nämlich riskieren und dann halt quasi die Produktverschwendung vornehmen. So schaut es aus. Du hast halt hier diesen Highlighter drin und darunter befindet sich dann nochmal ein Spiegelchen und ein Pinselchen, ne? Genau, also schreibt mir das bitte sehr, sehr gerne. Da bin ich jetzt echt auf Hilfe angewiesen, wie das so bei euch funktioniert hat, sofern ihr das Produkt schon mal verwendet habt. Denn ich möchte das jetzt nicht irgendwie kaputt machen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre halt auch irgendwie schade drum. Genau. Aber an und für sich finde ich es cool, dass wir einen Highlighter drin haben, denn ich liebe Highlighter. Genauso liebe ich ein O-Thermal oder ein generelles Wasserspray. Das ist von Avène, nämlich die 50 Milliliter. Ist im Hochsommer perfekt. Wenn ich jetzt hier sitze, Leute, ich habe den ersten Adventskalender neben mir stehen. Entweder ist das Video schon online oder es kommt sehr bald online. Ich drehe gleich meinen ersten Adventskalender. Ich bin ganz aufgeregt. Naja, auf jeden Fall ist das halt super geeignet für sensible Haut. Ich habe das mal meiner Mama gegeben, weil die auch so ja, Probleme mit ihren Schienbeinen hatte, weil dann halt durch Hitze und so weiter, Schwitzen, dann kriegt man entzündete Hautstellen und dann ist es sehr, sehr unangenehm. Also die hat halt Neurodermitis-Haut und bei ihr ist es halt wirklich nochmal ein Tick sensibler als bei mir unterwegs, ne? Genau, und da hilft dieses Meerwasserspray oder das Thermalwasserspray von Avène immer sehr, sehr gut. Und ich nehme es halt nur zur Erfrischung. Dass wenn ich hier oben sitze, dass ich mir dann halt einfach nochmal so zwischendurch ein bisschen, weil ihr seht es ja nur bis hier, untenrum ist dann wirklich das Lotterleben schlechthin angesagt. Und dann mache ich mir ein bisschen Wasser auf die Beine oder so damit. Dann habe ich hier was drin enthalten, und zwar von Chlorane, das Extra Duo Trockenshampoo, Ultra Gentle, ja, mit Ceramiden und Hafer haben wir das Ganze scheinbar. 50 Milliliter haben wir hier drin. Trockenshampoo verwende ich einfach nicht, einfach aus der einfachen Geschichte, dass ich jeden Tag meine Haare wasche. Da kommt so viel Kram im Laufe des Tages immer ran. Hier habe ich eben noch in einem Video gesagt, hier habe ich Banane drin, hier habe ich ein bisschen Sand reingekriegt. Ne? Hier ist wirklich, hier ist alles drin, was quasi den Tag so gesehen hat. Und ich drehe ja meistens abends, quasi bevor ich duschen gehe. Und ne, da ist dann wirklich immer alles drin. Aber gut, ja, also 21.13 Uhr haben wir gerade. Trockenshampoo verwende ich nicht, brauche ich einfach nicht. Ich habe mir letztens mal eins aus der Box rausgenommen und behalten, weil ich irgendwie ein Reel damit machen möchte, weil ich da eine Idee habe, beziehungsweise ist ja gerade so ein Trend mit dieser Gesichtsrasurgeschichte. Ne? Dann haben wir hier von Bourjois Paris Velvet The Pencil Red Vintage 05 ist die Farbe. Das scheint mir ein Lippenstift zu sein. Sieht sehr, sehr hübsch aus von der Farbe her. Ist eher so rostig, würde ich dazu sagen, ne? Rosenholzmäßig vielleicht, ne? Ja, doch. Also eine schöne Farbe für mich, vielleicht ein Tick zu dunkel. Dann, oh, das riecht so gut hier gerade, habe ich hier zwei Schätze. Interessant, dass man hier, also ja, Moisture Dry Hair Semi Di Lino. Da habe ich einmal das Nutritive. Das nährende Low Shampoo, sulfatfrei, 75 Milliliter, von Alpha Parf Milano. Ach, guck mal, da hatten wir sogar auch mal so einen Leave-In mit dabei oder so einen Hitzeschutz, den ich auch sehr, sehr gut fand tatsächlich bei mir. Und das riecht wirklich gut. Dann haben wir hier noch die entsprechende Maske mit dabei mit 50 Millilitern. Witzig, ne? Normalerweise hast du immer Shampoo und Conditioner, jetzt hast du Shampoo und Maske mit drin. Das riecht sehr wie frisch vom Friseur. Finde ich cool. Hm. Also das finde ich sehr praktisch. Ja gut, sowas kann man gebrauchen. Ist jetzt vielleicht auch eine ganz witzige oder interessante... Nein, es ist nicht eine witzige Sache, eine ganz praktische Sache. Travel is yours, ne? Hast du hier so ein Reiseset, wo du dann deine Abfüllung reinmachen kannst und das mit ins Handgepäck nehmen kannst. Einfach so eine kleine durchsichtige Tasche. Yay. Ne? Passt jetzt in die Zeit, eben durch diese ganze Reisezeit, durch Urlaubssaison und so weiter, macht das definitiv Sinn. Ich brauche es jetzt so nicht. Unbedingt gerade mehr. Also ich hatte jetzt letztens auch sowas gebraucht, aber jetzt, wobei es stehen noch ein paar Reisen an, aber das sind eher Zugreisen. Und dann sehr viel von der Notino Eigenmarke. Das ist auch irgendwie immer interessant, finde ich persönlich. Da haben wir, glaube ich, Scrunchies drin, ne? Sport Collection Hidden Pocket Scrunchie Set. Hidden Pocket? Nee, warte, Leute, das finde ich ja mal geil. Das finde ich ja richtig geil. Dann hast du hier in diesem Scrunchie... Ja, wie geil. Oh, nee, ist das cool. Okay, also du hast hier wirklich in dem Scrunchie
nochmal so einen Reißverschluss. Da muss man nur hoffen, dass der auch wirklich gut hält. Ne? Und da kann man dann theoretisch so sein Geld oder so reinmachen. Wie cool ist das denn? Oder so Hygieneartikel oder sowas. Und die kannst du dir ja entweder in die Haare machen oder du machst sie halt so um dein Handgelenk. Okay, dafür sind die sehr eng gerade. Das finde ich jetzt gerade wirklich praktisch. Einmal in Purple und einmal in Lila. Oi. Das habe ich noch nie gesehen. Ist das eine geile Idee? Oder? Schreib mir das mal in die Kommentare. Ich finde, das ist so eine mega Idee. Hast du natürlich bei dem hier auch, ne? Mega cool. Das finde ich abgefahren. Habe ich noch nie. Also, ich bin da gerade etwas begeistert von. Merkt man kaum, ne? Okay, mache ich weiter. Zahnpasta. Okay, das ist jetzt so ein kleiner Stimmungskiller. Kann man trotzdem aber auch gebrauchen. Das ist von Marvis eine Whitening Mint Zahnpasta mit 10 Millilitern. Ja, ne? Ja, Zahnpasta kann man gebrauchen. Die Marvis Zahnpasten sind immer sehr gut. Und die hat auch, glaube ich, gar kein MHD hier draufstehen. Ja, ist eine Zahnpasta. Werde ich verwenden. Schön. Wenn es halt eine mit zu vielen Schleifmitteln oder so ist, passe ich ein bisschen auf, dass ich das jetzt nicht jeden Tag verwende. Dann habe ich von Eucerin Aquaphor. Läuft ab September 2025, ist noch länger hin. Protect and Repair Salbe. Schützt und fördert eine schnellere Hautregeneration. Extrem trockene, rissige Haut, 4 Milliliter. Das ist halt wirklich so ein kleines Produkt, ne? Das ist, also, da kriegen wir jetzt schon einen Adventskalender-Vorgeschmack quasi nach Hause. Ja, also wenn man halt wirklich dann unterwegs ist, im Urlaub ist oder so und dann eine Stelle hat, wo halt wirklich die Party abgeht, sei es Lippen, sei es hier Ellenbogen oder sowas, ne? Kann man die sicherlich ganz gut drauf machen, um die Haut zu reparieren. Da sind wahrscheinlich ganz schön viele Ceramide und sowas drin. Das weiß ich jetzt gar nicht, ne? Aber das hätte ich jetzt, oh, da steht was. Cera Mikrokristalliner, würde ich jetzt mal sagen, dass das Ceramide sind. Panthenol haben wir auch mit dabei, ne? Ja, kann man bestimmt sehr gut machen, auch wenn draufsteht unverkäufliches Muster. Hier habe ich noch die Originalgröße da von Bondi Sands. Das ist der Lichtschutzfaktor 50 plus fürs Gesicht und das ist 10 Milliliter und den habe ich schon unten bei mir im Badschrank, dass ich den dann auch demnächst mal mit euch zusammen oder für euch austeste, um euch dazu was sagen zu können, weil wir jetzt ich stotter so ein bisschen gerade, ne? Wir kriegen viel, viel mehr jetzt auch Lichtschutzfaktoren und vor allem auch in kleineren Größen im Boxen, was ich super finde, weil ich es mich so auch ein bisschen durchprobieren kann und euch dann auch so welche empfehlen kann oder zu jedem auch irgendwie was zu sagen habe. Das finde ich echt praktisch, weil ja, so ein ganzes Ding dann leer zu machen, das ist dann natürlich etwas langwieriger. So, ich glaube, das ist jetzt das letzte Produkt gewesen und so, absolutes, tolles Befüllungsgedönsen. Was rede ich hier? Die ist sehr, sehr gut gefüllt, weil wir haben hier eine schöne Sommerbox, wo wir sehr viele Produkte von der Notino Eigenmarke drin haben, was ich immer interessant finde. Aber gute Produkte, ne? Bis auf dieses, ja gut, das kann man auch gebrauchen, dieses düssige Täschchen. Aber es sind alles sinnvolle Produkte, die wir, glaube ich, alle auch ganz gut in Anwendung nehmen können. Verhältnismäßig eher weniger dekorative Kosmetik, was daran liegt, dass Leute sich wahrscheinlich im Sommer eher weniger schminken und es sind aber tolle Sachen drin, Leute, ne? Schreib mir gerne mal deine Meinung zu der Box in die Kommentare. Ich habe natürlich auch einen Link dazu in die Infobox reingesetzt und ja, ich finde sie auf jeden Fall sehr praktisch und dem Motto entsprechend deutlich besser als die Nummer 8 Variante, die es gab, ne? Ihr Lieben, das wäre sie wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.